Viele Leute haben Nackenprobleme oder haben mit Schwindel zu kämpfen. Was du dagegen tun kannst, das zeige ich dir jetzt. Hast du dich je gefragt, woher du weißt, ob du stehst, ob du liegst oder ob du sitzt? Dafür ist unser Gleichgewichtsorgan im Innenohr zuständig. Das funktioniert sozusagen wie ein GPS-System. Also es ermittelt unsere Position im Raum. Und das Problem ist, dass das Gleichgewichtsorgan fehlkalibriert sein kann. Das heißt, die Lage im Raum ist nicht deutlich oder eindeutig. Wir versuchen mit speziellen Übungen aber dieses Gleichgewichtsorgan wieder neu zu kalibrieren, wodurch das Gehirn wieder besser weiß, wo du dich im Raum befindest. Und das machen wir folgendermaßen. Du fixierst einen Punkt, wie bei diesem Vision Stick, fixierst den oberen Buchstaben mit deinen Augen und fährst jetzt auf einer horizontalen Linie mit dem Kopf rechts und links hin und her. Deine Augen sollen dabei in der Mitte bleiben. Wenn dir das sehr schwer fällt, kannst du dich dabei auch hinsetzen. Mach ungefähr so viele Wiederholungen, bis du merkst, dass die Augen anfangen zu drehen oder zu spannen. Als nächstes machst du das Ganze in einer vertikalen Bewegung. Das heißt, du fixierst wieder den obersten Buchstaben und bewegst den Kopf von oben nach unten. Die Augen müssen jetzt immer in die entgegengesetzte Richtung die Bewegung ausführen, damit wir einen Punkt halten können. Und dann machen wir noch eine Diagonale, beziehungsweise zwei Diagonalen. Du stellst dir ein X vor und versuchst jetzt mit der Nase diese Diagonale abzufahren. Oben links, unten rechts und dann umgekehrt. Oben rechts, unten links. Wenn du all diese Richtungen öfter bewegst, haben wir eine super Kalibrierung für dein Gleichgewichtssystem, beugen so Schwindel vor und machen unsere Nackenmuskulatur wieder locker. Übung Nummer 2, beißen. Wenn unser Gleichgewichtsorgan nicht gut kalibriert ist, macht es manchmal Sinn, mehr Stabilität zu erzeugen, indem wir beißen. Dafür nimmst du einmal einen dieser Holzspatel und beißt gleich da drauf. Vorher testen wir aber noch einmal die Beweglichkeit deines Nackens. Stell dich einmal gerade und aufrecht hin und versuch mal den Kopf so weit nach links zu drehen, wie du kannst und so weit nach rechts zu drehen, wie du kannst. Bei mir ist jetzt nach links eingeschränkter und fühlt sich fester an als nach rechts. Das heißt, ich möchte weiter nach links, nehme also meine linke Seite. Ich nehme also den Holzspatel und beiße gleich da drauf und halte die Spannung ein bisschen. Von hier drehe ich den Kopf nach links mit dem Beißen und guck, und mein Nacken lässt sich besser bewegen. Das heißt, du kannst das üben, indem du einfach auf ein Holzstäbchen beißt. Übung Nummer 3, der Laser. Wann immer mein Gleichgewichtssystem nicht gut funktioniert, muss ich auf andere Systeme zurückgreifen, um mich besser räumlich zu orientieren. Das machen zum Beispiel auch meine Augen oder meine Rezeptoren in allen Muskeln und Sehnen. In dem Falle machen wir uns das zunutze. Das heißt, wir nutzen den Laser, um unser Gleichgewichtssystem zu trainieren. Denn wir kriegen über die Kopfbewegung, über die Augen ein direktes Feedback über den Laser, wohin ich den Kopf bewegen soll. Als erstes versuchst du, die gegenüberliegenden Zahlen mit dem Laser zu erreichen. Wir fangen von der Mitte an auf einer horizontalen Linie zwischen 9 und 3. Versuch dabei, die Bewegung flüssig, aber trotzdem langsam zu kreieren. Wichtig dabei ist, dass du ausschließlich den Kopf bewegst und nicht den Oberkörper mitdrehst. Also die Bewegung ausschließlich aus dem Kopf erfolgen lassen. Wenn das gut klappt, tauschst du von 12 auf 6 in einer vertikalen Linie, immer auf und ab. Und dann können wir die Diagonalen nehmen. Da nehmen wir jetzt einmal 2 und 8 und versuchen dort auch immer durch den roten Mittelpunkt zu kommen. So haben wir die eine Diagonale und dann machen wir noch 10 und 4 in die andere Diagonale. Wenn das gut klappt und du fortgeschritten bist, kannst du aus der Mitte raus auch versuchen, aus diesem Labyrinth zu entwischen, ohne die Ränder zu berühren.
Wenn du mehr zum Neurotraining wissen möchtest, findest du hier viele weitere Videos. Lass uns einen Kommentar da oder frag uns, wenn du Fragen hast. Wir sehen uns beim nächsten Mal.